Vorrangig geht es um die Unterbringung. Wir unterstützen dort. Das Hauptaufgabengebiet liegt da natürlich bei dem Landkreis und bei den Landesbehörden. Doch wir, es sind sehr, sehr viele Fragen, die dort beantwortet werden. Es geht um Beantragung von Sozialleistungen, um die Unterstützung, medizinische Versorgung vorrangig, also die Organisation von Arztterminen, Besorgung von Behandlungsscheinen, ebenso wie die Unterbringung in Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Integrationskurse oder Sprachkurse. Viele Fragen werden auch schon zum Thema Arbeit gestellt. Das ist sehr informativ aktuell alles noch. Viele Menschen sind sehr wissbegierig und interessiert, wie das hier alles abläuft. Viele Fragen können wir tatsächlich schon beantworten, weil auch wirklich sehr viel Informationsmaterial zur Verfügung gestellt wird. Dort hat der Landkreis sowie auch viele Landes- und Bundesbehörden auch viele Informationsmaterialien in kürzester Zeit herausgegeben, teilweise auch auf Ukrainisch, Russisch übersetzt, sodass auch die Personen selber sich informieren können. Und täglich kommen da neue Informationen auch dazu. Also auch für uns als Berater eine hohe Aufgabe, sich auch permanent auf dem aktuellen Stand zu halten. Mit einer Unklarheit oder Unsicherheit, wie es denn weitergeht. Sollen sie hier bleiben? Werden sie hier bleiben? Wie lange geht der Krieg? Wie geht es ihren Familienangehörigen, die dort vor Ort geblieben sind? Vor allem auch natürlich den Männern. Was passiert mit ihnen? Geht es ihnen gut? Also da ist sehr viele Ängste und Sorgen natürlich verständlicherweise da. Und eben auch Unsicherheiten, wie sich jetzt ihr eigenes Leben weitergestalten wird, ob sie wieder zurückgehen können. Und natürlich irgendwie auch eine Form von Beschäftigung, also ein Wunsch nach Ablenkung und Beschäftigung. Das ist der Anspruch. Verdient sie jetzt? Die Tendenz geht eher dahin, dass die Personen so schnell wie möglich wieder zurückkehren wollen, auch in die Ukraine, sobald bestimmte Situationen geklärt sind. Es gibt aber auch einige Personen, die sagen, ich komme aus zum Beispiel Kharkiv, die Stadt, die komplett zerstört ist, und die sagen, okay, wir wissen, dass es für uns dort keine Perspektive mehr gibt. Wir könnten uns auch sehr gut vorstellen, uns hier zu integrieren und hier zu bleiben. Wie ist das Verhältnis? Also woher weiß sie, ob das jetzt lohnt, wenn sie jetzt selber eine Wohnung findet, wird das anteilig übernommen? Also ich muss wirklich ein großes Lob an unseren Landkreis aussprechen. Hier ist sehr viel, sehr gut organisiert. Von Anfang an sind hier wirklich sehr schnelle, koordinative Maßnahmen ergriffen worden. Unbürokratisch und unkompliziert. Im Verhältnis zu dem, was man vielleicht aus anderen Bundesländern und Landkreisen hört, habe ich das Gefühl, dass es hier sehr gut organisiert ist. Also jetzt wird halt Hilfe gebraucht. Das ist jetzt in dieser Situation, im Hier und Jetzt, ein akuter Hilfebedarf da. Also ich persönlich, das gibt mir Energie und Kraft, weil ich das Gefühl habe, also weil man auch sofort Erfolge sieht. Und in dieser Situation gehen sehr viele Sachen unkompliziert und schnell. Und das macht die Arbeit wieder attraktiver und auch spannender und flexibler. Ich denke, dass Veränderung permanent da ist. Das ist das Einzige, was stetig ist. Wir sind in einem dauerhaften Wandlungsprozess. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle anfangen, das lieben zu lernen und annehmen zu lernen. Denn wenn wir mit einer Offenheit auf das zugehen, was auf uns zukommt, glaube ich, sind wir am besten gewappnet für die Zukunft. Ich persönlich setze mich so gut wie oder sehr, sehr minimiert mit allen Formen von Medien auseinander, sondern minimiere das auch quasi fast ausschließlich auf meinen Arbeitskontext. Also ich
habe keine Einflussmöglichkeit darauf, was in der Ukraine passiert, was in den USA passiert, was in China passiert, was in Berlin passiert. Das sind nicht meine Einflussmöglichkeiten. Meine Einflussmöglichkeit ist, was hier in meiner Stadt, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, auf meiner Arbeit passiert. Und da versuche ich, meine Aufmerksamkeit und Energie hinzurichten und mir die Freiheit dafür herauszunehmen, auch auf den Zufluss von permanenter Medien, also von den Medien zu verzichten.